66.494 Stimmen. Das sind exakt 19,5% aller Wahlberechtigten in Nürnberg. Für Wahlamtleiter Wolf Schäfer eine Zahl, die Geschichte schreiben wird. Diese 19,5% sind schon einsame Spitze, was alle letzten Volksbegehren angeht. Und das unterstreicht nochmal, wie eindrucksvoll das ist. Andere Volksbegehren, wie zum Beispiel für echten Nichtraucherschutz, die ja auch erfolgreich waren, die sind aber nur auf, sagen wir mal, in Nürnberg insgesamt etwa 50.000 Unterschriften gekommen. Also das ist alles nochmal getoppt worden. Es war durchaus jetzt wirklich ein erfolgreiches Volksbegehren. Rettet die Bienen, ein hochemotionales Thema, das die Bevölkerung bewegt und erfolgreich in den Medien platziert wurde. Beim Landesbund für Vogelschutz ist man begeistert über den Boom und kennt auch die Hintergründe. Ich denke, die Menschen realisieren, dass wir draußen tatsächlich viel Tiere und Pflanzen verlieren, dass unsere biologische Vielfalt verschwindet und die Menschen wollen das nicht mehr hinnehmen. Die Menschen sagen, ein weiter so kann es nicht geben, und das haben sie sehr, sehr eindrücklich jetzt zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie sich diese Schlangen anschauen, viele hunderttausend Menschen, die sich in ganz Bayern eingetragen haben. Ich glaube, das zeigt, weiter so darf es nicht geben. Jetzt muss die Politik handeln. Jetzt kommen wir mit Freiwilligkeit nicht mehr weiter. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Wir brauchen ein besseres Naturschutzgesetz. Bereits nächste Woche trifft sich der LBV mit Ministerpräsident Markus Söder in München. Der steht nun unter Zugzwang und wird wohl einen Gegenentwurf auf den Tisch legen. Wir haben eine Vorlage gemacht. Wir haben gezeigt, was die Bevölkerung will. Das sind nicht ein paar Verbände, das sind viele hunderttausend Menschen, die sich dafür eingetragen haben. Wir haben einen Gesetzentwurf gemacht und wir sind jetzt neugierig, was der Ministerpräsident als Alternativvorschlag macht. Er muss mindestens so gut sein wie unserer oder darüber hinausgehen, dann würden wir diesen unterstützen. Weniger gibt es nicht. Die Messlatte ist unser Gesetzesvorschlag. 4 Wochen hat Markus Söder jetzt Zeit, das Volksbegehren dem Landtag zu unterbreiten. Wenn dieser ihn ablehnt, kommt es zum Volksentscheid. Dann dürfte das Interesse der Bevölkerung ähnlich groß sein.